Was geht ab? YouTube und einen wunderschönen guten Tag an alle Zuschauer und Abonnenten. Wir spielen heute den LS19 im LS19 True Farming Projekt. Und ja, wir sind hier die Wiesenarmeen. Ole ist immer noch entführt, den kriege ich erst Freitag wieder. Also zum Livestream schaltet auf jeden Fall ein, da wird es wahrscheinlich wieder spannend. Und ja, wir schauen jetzt mal. Hier noch ein bisschen jetzt mähen. Hier muss ein bisschen der Jäger nach schwadern. So. Das auch. Zur nächsten Wiese. Adlergang, wie geht's euch? Guten selbst. Kann mich nicht beklagen, alles super. Ja, ich mich auch nicht. Ich denke, Jäger, ich glaube, du musst hier und da mal was nachschwadern. Ich habe ein bisschen Scheiße gemäht. Ja, du, dann ist das so. Dann ist das nicht schlimm. Gut, nur dass du Bescheid weißt. Ja. Ja, ich muss ja nur aufsammeln mit dem Pickup. Macht ja nichts. Wollte gerade sagen, ich bin nur derjenige, der nebenbei fährt. Dann uns das ganze Spiel mal an. Ja, ich glaube, da mal schnell einen Schwader und dann mache ich da mal ein bisschen was. Ich fahre einmal ja, Vorgewende. Besser. Mir schon einen ganzen Batzen an Felder geholt. Ich muss mal, glaube ich, mal ein paar Felder kaufen. Die sind alle gepachtet, damit er meine wären. Das mache ich im Winter, wenn die BGA läuft. Ich glaube, wir sind relativ gut mit dem Gras, mit dem Mähen. Läuft relativ gut. Ich glaube, es fast auch. Ja. Ein paar habe ich gehört, sind da eher skeptisch und warten, bis die volle Wachstumsstufe da ist. Aber ich könnte mir vorstellen, Scheiße, dass die dann nicht zweimal mähen. Feld 104 ist noch nicht reif, die 103 auch nicht, die kann ich nicht mähen. Macht ja nichts, damit genug zu tun. Ja. Ich das sehe, die 105 auch noch nicht. Hast du auch noch Mais angesät oder nur Gras? Nur Gras. Das Mais, was ich angesät habe, ist verkauft schon. In? Bitte? Der Natter. An der Natter, ja. Aber unser Mais kannst du noch haben. Macht ihr aber auch gut Geld mit? Allerdings. Ja, dadurch, dass jetzt schon viele eigentlich so die Fahrzeuge haben, die sie brauchen, ist halt die Auftragslage nicht mehr ganz so groß. Und müssen wir halt natürlich auch gucken, wo wir bleiben war. Ach echt? Also ich habe eigentlich noch vor, bei euch noch gut was einzukaufen. Ich habe noch eine ganze Liste. Ja, ich habe ja, wie gesagt, das sind ja auch nur die meisten, also nicht alle. Aber vom Big M, von dem Schwadmeer, würde ich dir abraten. Ja, recht, wieso? Die Arbeitsgeschwindigkeit ist, glaube ich, nicht das Gelbe vom Ei und die Arbeitsbreite ist doch kleiner. Okay. Hätte mir vorstellen, dass du mit dem, das du jetzt hast, oder mit dem Glasmeerwerk am besten bedient bist. Okay. Ich glaube, das Glasmeerwerk ist sogar breiter wie der Big M. Ja, das sind 10 Meter Arbeitsbreite, die du hast vom Glasmeerwerk. Was hat der Big M für eine? Ich kann prüfen, oder prüfst du, Chef, oder? Der Big M hat 99. Ja, 9,90 Meter. Aber das Mehrwerk ist in der Anschaffung günstiger. Also mit dem Big M hast du eine Arbeitsgeschwindigkeit von 25 km/h und mit dem Schneidwerk von Klaas 22. Ja, genau, bis bei 22.
Ich glaube, wir sollen mal nicht so viel mähen, ne? Ja, auch mal Pause machen. Weil das. F? Wenn das auch mal rückwärts, bitte? Nein. Weil, wenn das zu lange liegen bleibt, wird das ja zu Heu, ne? Ja, das dauert aber eine Zeit. Aber für das ist die Saison doch falsch, oder nicht? Nö, das ist schon richtig so mit Sommer. Ich meine auch. Also dann müsstest du dann eher, also wenn du Heu haben willst, musst du eher breit liegen lassen. Und mit dem Heu werden auch mal wieder mal drüber. Okay. Ja komm, ich lass trotzdem erstmal stehen. Sag mal mit euch erstmal auf. Mhm. Magst du mal die Akku fahren? Ja, sehr gerne. Nein, Moment. Mach mir nichts kaputt. Nee, nee. Kostet ein bisschen Geld. Ja, ein schickes Ding, du. Der einzige ganz schwarze mit Bandlaufwerk. Ja. Ich fahr mal links rum, ja? Ja. Ach, Kacke, ja, ja, ja. Ja, geht auch, geht auch. Ja, fahr, fahr, fahr. Okay. Geht auch. Und Chef, wie ist es mal, Deutsch zu fahren? Nicht immer nur Fendt. Anders. Deutsch ist auch okay. Ja. Nur das ganz dunkelgrün, das mag ich überhaupt nicht. Schon dir oder was? Ja, das mit dem springenden Hirsch, das braucht mir nicht in die Hütte kommen, so etwas. Nee, da bin ich, also da passe ich schon auf, Chef, keine Angst. Bitte, sogar mit diesem Häcksel hatte ich ein bisschen Mühe. Um meinem geliebten Krone mich zu verabschieden, fiel mir relativ schwer. Ja, glaube ich dir wohl. Also Krone ist eigentlich auch eine tolle Marke. Ja, der hat seinen Dienst immer gut getan. Ja. Weißt du, was ich machen musste, damit er sich überhaupt davon trennt? Was denn? Lass in der Nacht alles erledigen. Er hat geschlafen und ich habe draußen die Geschäfte erledigt. Am nächsten Tag ist er aufgewacht und dann stand auf einmal der Klaas Jaguar da. Uiuiui. Ja, da hat er erstmal gefragt, was ist das denn? Ich so, ja, Chef, das ist ein Klaas Jaguar. Unser neuer Häcksler. Was wird im Wald passiert? Ja, verkaufen. Könnte das sein, immer lang. Hallo? Fritzl? Ja, hallo? Stefan hier. Jawohl, Stefan. Ich hab mich wohl verwirrt. Ich wollte ja nicht den Beat sprechen. Ah, warte, der ist hier bei mir. Ich geb mal kurz rüber. Einen Moment. Ah, okay. Adler! Für dich. Wer ist das? Das ist der Stecher, der Stefan Stecher. Hallo? Ja, Beat, wie geht's? Gut, wie sauber. Danke, danke, alles gut. Lass, kannst du mir mal eine Offerte machen? Für was? Ja, für einen Traktor. Warte kurz. Fritzl, warte kurz! Ja, ja. Oder noch besser, das ist mein Mitarbeiter. Otto! Ja? Geh mal Fritzl abfahren, musst du kurz eine Offerte schreiben. Jo, ich bin gleich da. Irgendetwas habe ich ja mit dabei. Ja, also was watch? Ein Traktor. Mhm.
Oh, steigt da noch nicht mal aus. Ja, ich bin gleich da. Jo. Ah, keine Angst, solche Sprüche bin ich gewohnt. Wenn ich solche Sprüche nicht aushalten würde, dürfte ich auch nicht beim Adler arbeiten, also. Ja, das ist wohl wahr. Aber er bekommt auch solche Sprüche zurück, also. Das ist schon ganz lustig bei uns eigentlich. So, da bin ich wieder. Kann ich lenken, wenn du mich blockierst? Alles gut. Hatte gerade Kopfschmerzen. Okay. Aber ganz leichte. Nein. Millimeter gefehlt, ja. Ja. Boah. Was hast du eigentlich für Radiosender, wenn du im Fahrzeug bist eigentlich? Gar nichts, CD. Achso. Auch nicht schlecht. Ja, ich höre, wenn ich Radio höre, dann eigentlich hier Elektroradio. Das kann so am besten, finde ich persönlich. Okay. Jungs, läuft's? Läuft. Unmöglich, ohne mich läuft nichts. Ja, lauwarmes Bein runter. Jungs. Ja. Was bedeutet für euch ihre Intimität? Komm, hau raus. Sex ohne Kondom. Moin. Moin, Inge. Hallo. Servus. Herr Adler. Ja. Ich weiß, es ist spät, aber. Ich habe ja gehört, sind gerade noch im Chat hier im wie heißt Funk. Ja. Ich wollte mal was bestellen. Ah, liefert ihre Hände des Vertrauens nicht aus, oder macht ihr etwas anderes, dass sie bei Ihnen bestellen? Ich wollte mal bei Ihnen bestellen. Aber ich kann auch gern zum anderen gehen, also ich dachte, ich probier's halt nochmal. Ja, können Sie, ja. Und was geht, meine Schaufel oder mein Traktor? Ich hätte gern einen Kehrbesen bestellt. Okay. Nein. Ich will einen Vier-Anhänger verkaufen, hier so ein kleiner und ein großes für einen LKW kaufen. Sind Sie schon bei mir oder sind Sie? Ja, ich stehe vorm Tor, aber wollen Sie noch vorbeikommen oder was? Warte kurz, am Telefon geht wieder. Adler? Ja, salut, ich bin's. Ja. Dave ist gerade unterwegs.
du dir. Okay, ich, spät, ich komm grad. Hat er gerade gesagt, der Seefisch ist mit Wachs? Das kann ich dir nicht sagen, hab's nicht verstanden. Okay. Wenn die Seefisch essen ohne mich, werde ich aber böse. Versteht ihr das nicht? Seid ihr auf einem anderen Planet? Ein bisschen. Ein Planet drauf. Beim Seefisch, was soll es denn sonst für ein Fisch sein? Ein Luftfisch? Weil ist das ein Halbmond, ich weiß noch nicht. Dein Fisch. Ja, Adler, kommst du oder soll ich hier parken oder so? Ja, kommen wir ja gleich, weil die lange Wartezeiten ja gewohnt sein vom Flieger. Ja gut, dann parke ich einfach einen Hof zu und verziehe mich wieder und schreibe den Zettel hier. Ja, jetzt gib mir Zeit, da kann ich den mal alle stehen und liegen lassen. Nein, alles gut. Ein Moment. Oh, ich muss mal eben Schub trinken, ich krieg nur die Cola-Flasche hier nicht auf. Oh, leck mich am Arsch. Manchmal, wenn ich wütend bin, ne, wenn ich COD spiele, dann habe ich... Ah, dann habe ich auf einmal eine Kraft, ne? Dann krieg ich... Das kenne ich, das kenne ich. Adler! Oh, so. Jetzt komme ich. Hier steht noch eine Liv Hansen und ein, irgendeiner im Fan. Fahr die Liv mal ruhig um. Nee, Glas ist das, Glasradlader. Komm. Ganz schön was los hier, dafür, dass es 10 Uhr abends ist. Ganz schön was los, dass wir eigentlich geschlossen haben. Ja. Ja. Ey, Fritz, ich geh mal, das läuft hier, oder? Ja, das läuft hier, ja, geh mal ruhig rüber, alles gut. Wie viel passt noch rein, Jäger? Ich habe jetzt noch 6%, das sind ein paar tausende Liter. 150.000 komme ich, also knapp noch 1.300 Liter. Okay. Mein Gott. Ich kann ja nicht sagen, wer den so hingepackt hat. Also dein Chef hat echt ein Talent, ey. Ja, das hat er definitiv. So, ein bisschen müssen wir noch. Ja, jetzt kommt. Achso. Huch! Jo, bin voll. Jo. Ja. Warte hier, ne, ich kann ja die anderen Fahrzeuge mal eben auch direkt wegfahren, oder? Ich denke, dass er voll ist. Ja, der ist voll. Ah, ich finde halt das Licht beim Xerion, finde ich richtig cool. Das haben sie richtig gut gemacht mit der Rundumsicht, ja. Da so viel abgedeckt ist vom Licht. Ja, die haben die Class-Modelle wirklich schön gemacht. Viele beschweren sich halt nur über den Sound, ne? Ja. Aber... Wenn er ohne wiederkommt, kriegt er einen Schlag, Alter. Wenn er das alles verdichten muss, dann wieder böse. Tja. Ich würde erstmal eine Woche Urlaub einreichen, muss ich erstmal holen von dem ganzen Schock und so. Ja, der kriegt keinen Urlaub. Musst du argumentieren, was denkst du, wie es mir ging? Ja, schon 600.000 Liter drin, Alter. Ja, schon ordentlich was zusammengekommen. Was ist denn da vorne los? Hallo? Ja, Fritze. Ja, moin. Ja, es ist zu spät, wir müssen uns treffen. Hä? Ja, wie, hä? Ja, soll dein Deutsch brennen? Was? Nein, ich komm!
Bist du ja, da? Warte, wo bist du? Warte kurz, andere Leitung. Ja? 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 Ist Ihnen ein kleiner Unfall passiert? Ja, das ist nicht mehr lustig. Ich hoffe doch, dass der Herr Hafer drin. Aber den Hallo. LKW bauen wir. Hallo, Herr Friesing. Hallo, Fritze. Moin. Miguel hat mich angerufen, ich soll hier hinkommen. Ja, ich warte mal, da hinten. Ja, ich glaube, da hinten steht er. Ja, der hat gerade zu mir, ich hatte ihn gerade am Telefon, ich habe es einfach mal aufgelegt. Der hat dann Anruf auf der zweiten Leitung, ich weiß nicht. Dann habe ich euch hier stehen sehen und Miguel da vorne, habe ich gesagt, ja gut, dann kommst du mal direkt hier hin. Ja, dann stell dir vor, bei Johannes, da haben sie hier die Verbindungsschläuche hier der Bremse durchgeschnitten. Wo ist Johannes? Johannes, geht's dir gut? Ja, soweit ist alles okay, danke, Herr Friesi. Was ist hier los, Alter? Herr Bayer, wir müssen. Ist das wegen den Typen jetzt hier passiert oder was? Ich befürchte es schon, ja. Herr Bayer, rufen Sie die Notausnahme da an oder was auch immer. Geben Sie uns Waffen und lassen Sie uns den Typen jagen. Also Waffen kriegen Sie leider nicht, aber ich habe schon mitgeteilt, dass wir den höchsten Alarmzustand ausgerufen haben, den es bei der Polizei gibt. Also wir kriegen ja immer noch mehr Unterstützungskräfte, die kommen. Aber leider sind so Fahrzeuge halt einfach. Wir können nicht alles überprüfen, wissen Sie, was ich meine? Nee, das ist klar, ich gebe auch nicht was halt Schuld. Wichtig wäre für die Zukunft, meine Herren, bevor Sie losfahren, testen, schauen Sie nochmal wirklich die kompletten Fahrzeuge an, ob alles in Ordnung ist und bremsen Sie auch, wenn möglich, nochmal vorher, bevor Sie dann Fahrt aufnehmen. Es wird Zeit, dass wir den Typen dran kriegen. Oh, null, Moment. Laute, so, Fritze! Ja, ich bin hier. Ja, Harry Helmut. Harry und Johannes. Der hat gerade schon wieder angerufen. Es sind mehrere Fahrzeuge betroffen. Bitte überprüft, bevor ihr irgendein Fahrzeug benutzt, die Leitungen oder generell die Fahrzeuge, bevor ihr irgendetwas benutzt. Ja, hab ich auch gerade schon gesagt, weil wir können leider nicht alles überprüfen, deswegen immer vor Fahrtantritt alles anschauen, ob alles passt. Das stimmt. Aber der hat auf jeden Fall, der hat mich angerufen und der hat auf jeden Fall damit zu tun. Und Fritze, wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, es ist alles nichts. Was stimmt denn mit dem Typen nicht? Herr Bayer? Da kommen wir mit. Ja, da kommen wir mit. Herr Bayer, die Geldübergabe, ich habe den Ort. Okay, wann? Wissen Sie das? Uhrzeit habe ich nicht, nur den Ort. Okay, nur den Ort. Wo ist der Ort? Muss alleine dorthin. Ich komme nicht mit, ich möchte nur wissen, wo Sie sind, zur Sicherheit. Natascha. Ja, gefunden haben. Okay, alles klar. Okay. Dann machen wir es jetzt so, wenn Sie bitte los müssen. Ja, ich habe einen Abschleppdienst schon angefordert. Die Platte hinten, also den Sattelaufleger können Sie behalten. Die Zugmaschine beschlagnahmen wir, da kriegen Sie von mir noch ein Sicherstellungsprotokoll, Herr Manus. Ja. Und dann wird der untersucht. Was macht der Schlag da hinten? Wartet auf den Bus. Ich hab da wartet. Motorlagen. Ist alles okay, Karl? Na, Säcke. Was machst du hier? Ich wohne hier in den Dörfern, aber hier ist hier alles sperrt. Nun wach ich einfach bitte, der Auto hier vorbei ist. Ach so, ja, das kannst du bestimmt gleich weiter. Wir sind schon mal weg. Ja, Alkohol. Alles klar, hau rein, ne? Ist das deine Karre hier? Nee, ja. Aber bevor ich meine Karre benutze und wo keine Bremsen gehen, nehme ich lieber irgendein anderes Auto. Ich wollte gerade sagen, hier würde mehr so ein BMW stehen. Ja. Wow. Sie gehört. Fahren da jetzt hin, oder? Ja, wir fahren jetzt zu dieser Kneipe da oben. Okay, dann warten Sie noch ganz kurz. Ja. Ganz kurz. Ja, ja. Herr Hafer, Sie fahren bei mir mit, ne? Ja. Genau, ach, Sie können dann bei mir hinten Platz nehmen. Herr Beer? Ja? Vielleicht kann Sie der Herr Schlag dann mitnehmen, aber könnten Sie da bleiben, das Abschleppunternehmen kommt? Ja. Dass Sie nur die Zugmaschine mitnehmen und bitte zum Herrn Adler in den Hof fahren, weil das ist unsere KTU. Alles klar. Wie gesagt, den Auflieger können Sie behalten, ne? Ja. Alles klar, danke. Gerne. So, okay, bitte. Ja. Wird der schlimmste Abend meines Lebens. Ach, wir werden jetzt schön fein essen und dann ist alles gut. Das wird der schlimmste Abend meines Lebens, glaub mir. Wieso? In diesem Sinne, meine lieben Freunde, wenn ihr wissen wollt, wie die Geschichte hier ausgeht und was hier noch passiert, dann schaltet heute Abend 20 Uhr im Livestream ein. Auf Twitch. Wir sind live. Bei Fritzl und bei mir. Alles unten in der Videobeschreibung. Und wir sind erstmal raus. Um 20 Uhr. Bis dahin.
Tschüss. Tschüss.